So, womit, also man kann das im Prinzip auch lesen, weil ich tue ja dasselbe lesen, was hier ist, und hier ist noch genauer, ihr könnt das auch lesen. Was interessant ist dafür, das ist natürlich die erste wieder Denkmalplatte von Fanny von Arnstein. Also sie war eine auch begabte, eine jüdische Salonière, die das erste, sage ich einmal, großbürgerliche, also jüdische Salon oder bürgerliche Salon eröffnet hat, ja, in Wien. Sie hat aus Berlin geheiratet, war dort Doktor von Daniel Itzi, das war der Hofbankier von, der ein, sozusagen ein Aufklärer war, also mit den Aufklärern, sage ich einmal. Er hat, also zum Beispiel, sie haben das Lehrer den Moses Mendelssohn gehabt, und auch Friedemann Bach, die haben überhaupt die Tradition, das finde ich interessant, eine jüdische Familie, und zwar dezidiert jüdische, keine assimilierte Familie, dass sie die Bach, nach dem Tod von Bach hat man eigentlich Bach vergessen, kann man sagen. Und die haben das aber in der Familie so geprägt, durch die diversen Söhne, Enkel und so weiter, die dort unterrichtet haben, dass sie sozusagen, dass der wieder ein Revival gehabt hat. Das finde ich spannend. Das ist, wenn wir reden jetzt von kultureller Aneignung und so weiter, wird mir speiübel, ja, weil ich mir denke, Zivilisation besteht aus solchen Aneignungen, weil es lustvoll ist, tut man ein bisschen naschen, dann tut man es ein bisschen verändern und man macht, das ist Zivilisation. Ja. Und sie hat selber sehr gut Klavier gespielt, hat hier einen, also ihre Schwester war bereits verheiratet, im Palais Arnstein, wo das jüdische Museum ist, das war das Palais ihrer Schwester mit Mann, und hat hier eben diesen Salon gegründet. Und da hat sie, in diesem Haus war der Sommersalon während des Wiener Kongresses und danach, also ihres sozusagen, ja, weil alle Wiener, also es ist gekommen sozusagen, der Hof ist hier gekommen, wenn der Kaiser gekommen ist. Das ist übrigens die Urkunde, mit Nobelpreis-Urkunde. Und ich habe aber extra was zitiert unten auch, weil das finde ich sehr wichtig, wie sie zum Beispiel was sehr Modernes, was sie zu Kritik, mit Kritik umgegangen ist. Also da ist sozusagen ein Zitat, dass sie es ganz locker gesehen hat. Also man hat sich sehr, ich verwende da zum Beispiel Briefmarken, die man über sie gemacht hat und so weiter, aber auch da sind Karikaturen über sie. Ja? Und sie hat sich, man hat viele Karikaturen, weil sie war ja schon sozusagen ein bisschen älter und ständiger, wie sie das gemacht hat. Und sie macht sich sozusagen darüber irgendwie lustig, weil sie sagt, Hauptsache es wird bemerkt. Ja, das ist egal was. Also im Grunde genommen auch sehr modern, was wir jetzt irgendwie haben. Das hat ihr im Grunde genommen nichts ausgemacht. Peter der Große auf der großen Reise, als er in Europa sozusagen gekommen ist, das ist auch so einer, den man hasst, das ist von mir dahinter. Peter der Große hat hier übernachtet, während er auf eine Audienz beim Leopold gewartet hat. Ja? Und das ist aber wirklich ein wissenschaftliches Dings, ne? Siehst du, also mit Quellenangabe und so weiter. Das ist übrigens der kleine Staatssiegel, der russische kleine Staatssiegel, den er mitgenommen hat auf der Reise. Bad Gastein war es, nein. Das ist ein irrer Ort. Das ist entstanden aus diesem phallischen Messbarkeit und Kontrolle. Also sage ich mal, man durchbohrt, holt die Wässer hinaus und alles Mögliche. Und ist zu einem der fashionablesten Gesundheitsorte Europas geworden. Ich weiß nicht, die Sisi war ein paar Mal dort und alles Mögliche. Bismarck war dort jahrelang. Ja. Es ist, Freud selber war sehr einige Jahre dort auch. Das ist ein sehr enger Ort. Das Wasser ist sozusagen so ein Atomwasser, das ist aber nicht die hauptsächliche Geschichte. Es ist auf einer Höhe von 2200 Meter. Und dort, sozusagen, es ist nicht viel Platz, die Berge sind ganz eng. Und die wollten aber, diese Leute, die kommen, also was weiß ich, vom Kanzler bis zum ich weiß nicht was, dort Nobel versorgen. Das heißt, die haben angefangen, nachdem es nicht gegangen ist in die Breite, in die Höhe. Und du hast dort unter anderem das Hotel Europa zum Beispiel, war einige Jahrzehnte das größte Hotel Europas. Die haben eine Art klassizistische Wolkenkratzer zu bauen. Ja?
ja, das ist irgendwie, die wunderschönen Gebäude, die natürlich die meisten jetzt Konkurs gemacht haben. Und das schaut irgendwie wie ein Potjomkinsches Dorf. Ja? Also du hast diese tollen Gebäude, wo die meisten nicht funktionieren, das Publikum ist nicht dasselbe, weil die letzte große Zeit war ein bisschen nach dem Krieg, weißt du, die General Lovitch da und so irgendwie, irgendwelche Schauspieler und alles Mögliche, aber die Zeit war wirklich im, also 1830 bis zum Ersten Weltkrieg, oder nach dem Ersten Weltkrieg, sage ich einmal schon. Ja? Und das hat mich dann so fasziniert, erstens die Berge, dass ich erst angefangen habe, mit sozusagen wie klassischen, also Berge und Wasser. Ja? Dort ist, du gehst dorthin, ich bin irgendwie richtig, das hat mich körperlich genommen, weil du gehst dorthin und ständig hörst du ein Wasserrauschen. Ständig sind auf diesen Bergen sind ständig sozusagen Wasserfälle. Ja? Und das ist überall. Na, das ist überall. Ja? Lauter Wasserfälle. Und das heißt, das ist nicht umsonst, dass ich da glaube in der Zeit mit Farbe reingegangen bin und so weiter. Es ist ein ständiges ein Geräusch und ein irrsinniges Höhengefälle. Ja? Also du steigst dann nochmal 300 Meter im selben Ort, du in dem Ort drinnen. Ich weiß nicht, die Leute müssen wirklich sehr gut zu Fuß gewesen sein, ja. Weil du musst am Tag, wenn du dich irgendwie zum Wasser vom Hotel oder wohin bewegst, ja, du musst wirklich Höhenunterschiede von da teilweise 500 Meter bewegen. Ja, also das ist schon gewaltig. Und dann habe ich mit Schrift angefangen. Ja? Also erst, der Ort ist zwar voll und gemacht ist von Menschen, ist aber gleichzeitig leer. Ja? Das ist in gewisser Weise, das ist eigentlich aus dem musikalischen Terminus, die wir Christian sozusagen aus sie verwenden, nicht Signifikanz, sondern Signifianz. Das ist mehrschichtig. Ganz genau müsste ich sie anschreiben, das ist mir genau erklärt. Oder im Unterschied ist es mehrschichtig und alles, was mehrschichtig ist, gefällt. Ja, also die Bedeutung in der Abwesenheit. Ja, da war schon wieder bei dem, was wir vorher geredet haben. Und das habe ich ganz einfach mit Schrift geschrieben und daraus dann wieder weggenommen. Also es war wirklich, es ist Schrift, es ist eine große Schrift, wo ich diesen Zug mache. Ja, also die Bedeutung in der Abwesenheit und dann noch was weggenommen habe. Und daraus sozusagen Horizonte von Werden gemacht. Ja, also das geht. Dann wird es halt immer weniger und weniger, dann komme ich zum Blindenschriftpapier, das ist wirklich das Breitschriftpapier. Das siehst du gar nicht, das muss wirklich ganz mal. Und dann ist irgendwie dieses Alpenblühen auch noch gekommen, also wir sehen halt in der Probe des Untergangs in gewisser Weise, sehe ich, also ein Alpenblühen, wo dieses Meer und fallische Hochformen und so weiter immer mehr und immer ohne Ende, das ist klar, dass diese Art von Wachstum nicht funktionieren kann. Ja? Ich bin optimistisch, weil ich mir denke, wenn die Menschen wollen, können sie das auch stoppen. Ja? Also sie müssen nicht, sozusagen, es muss nicht eine ständige Wachstum an etwas, wir müssen uns da beschränken, und zwar nicht unter Gefahr des Krieges, weil das finde ich jetzt, das läuft wieder falsch. Ja? Das ist, sondern, weil ganz einfach, es ist möglich, dass ich Pfand aus Glas habe, es muss nicht unbedingt Plastik, sozusagen, Bermuda Dreieck füllen oder so weiter. Ich meine, es ist möglich. Ja. So, das ist aber jetzt mal. Und das andere ist, es tut natürlich mitspielen, das war früher ein Textilgeschäft. Und da ist mir sozusagen das mit Kette und Schuss, also horizontaler Faden und Schuss, also da gibt es ihn. Und das, was nachher, weil das war ja so nicht geplant. Und da tue ich eben diesen Menschen sozusagen dazu, jeweils, der eine Schwangere. Und erst nachher, aber das sind ja eigentlich wieder Kreuze. Das war aber nicht geplant. Aber logisch, wenn ich etwas vertikal ist, es ist ein Kreuz. Und in dem Fall halt ein anderer, so ein Mittelbalken und Seite. Die Kreuze ist die, würde ich sagen, sowohl die Erde wie der Mensch kreuzt sich selber. Ja. Also, ich kann es nicht jetzt auf Pontius Pilatus führen und so weiter, sondern wir sind alles. Ja. Und dann habe ich eben die Kollegen zunächst in zwei Schritten eingeladen. So, das heißt, den Michael Bachhofer, weil der tut zwar ganz technisch was anderes, aber ich denke, ein riesiger Schmetterling am Boden. Und das war sehr interessant, weil mit diesem habe ich gesagt, na, du legst das dann nicht zusammen, sondern und das tut genau korrespondieren mit diesem Wasser da und mit diesem Ding, wo ich, aber, bitte schau dir das an, das Gitter, das sind kleine Versuche, das Gitter zu, das wird dann auch wissen. Ja. Aber das sieht man erst, wenn man in der Nähe ist. Ja. Ja. Sag mal so, wir brauchen natürlich ein Stück Kontrolle, damit
bei sich selber fühlen und so weiter. Aber die Frage ist, passiert diese Kontrolle mit denen? Also ich kann das Ganze nicht kontrollieren. So, und bei der Elisabeth Ehart, die hat, das sind eigentlich hart gebrannte Pölster, aber aus Keramik. Ja? Also das sind sozusagen nicht echte, sondern hart gebrannte. Sie wird sich viel mit Vögeln beschäftigen, also auch mit Aussterben von Vögeln und so weiter. Und dann hat sie einen, auch diese menschliche Figur, die sie hier dazu getan hat, die so eine spricht für sich selber. Ja. Das kann ein Kind sein, ein Mensch oder was auch immer, die eine Wachsmontage, ja. Auch in der Art, das ist, also man merkt, es ist versehrt. Ja. Ich meine, so wie zum Beispiel, das ist ein Körper, aber der, wenn man das abdruckt, wirkt es versehrt. Wenn man schon ein Stück Haut hat, das ist ein Stück, also wenn man so zum Beispiel eine nahe Aufnahme, das ist eine Haut und das wirkt, ich weiß nicht, man merkt, das ist, also da schaut es sozusagen, wenn das nur als Abdruck kommt, er schaut, die Haut ist ganz ein wirklicher Mensch, aber da wirkt das Ganze, wie verletzlich das auch ist, ja, und so weiter, ja. Also, oder wenn ich nur so von den Füßen her, das bekommt man richtig, wie Jesus' Füße sind nicht geplant, das ist sozusagen Geschichte drin. Also sind immer übrigens, hier sind immer weibliche Körper. Das ist halt eine Schwangere, die sich im Schrecken in gewisser Weise von diesem riesigen, toten, schönen Schmetterling abwendet. Weil der ist ja nicht echt, ja. Der ist artifiziell, der ist anders. Mhm.